Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Silence. Wir sind jetzt bei Shana, dem Orakel, und sollen etwas finden, das Rini symbolisiert, um es dann auf den Thron zu setzen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und ich habe mir hier eigentlich in der letzten Folge alles Mögliche schon angeschaut. Ich gucke mir jetzt nochmal die Kerzen genauer an, denn da hatten wir die Auswahl. Ist die da Rinis Kerze? Oder ja, Kyra? Da hatten wir doch jetzt die Auswahl Rini, Kyra. Kyra? Nein. Nein, aber warum denn? Ist es egal, Kyra? Was ich hier anklicke? Welche Kerzen? Nein. Nein. Die hier oben? Rini? Rini? Nein. Ich habe keine Ahnung. Wir können uns doch jetzt hier nicht durch die kompletten Kerzen klicken. In der Hoffnung, die richtige zu finden. Das kann es doch nicht sein, oder? Ich möchte aber auch... Moment, ich wollte gerade sagen, ich möchte nicht die Hotspot-Anzeige drücken, denn dann kommt ja wieder der Tipp. Und da fiel mir ein, dass ich den mal eben ausstellen möchte. Genau so. Ja, zum Tal der gefallenen Götter. Nee, da war ja auch nichts mehr. Kerzen. Ich kann die doch nicht alle anklicken. Das ist doch sinnfrei, oder? Rainy? Nein. Nein. Ja, dann... Die Großen hier vielleicht? Kyra. Kyra? Ja, was? Punkt für mich. Ach so? Kyras Kerze. Okay, ich habe jetzt einfach irgendwo hier geklickt. Kann ich jetzt noch eine andere mitnehmen? Ist das die? Oder die? Oder die? Nee, nee, es ist ja wohl schon die, die du in der Hand hast. Ich gehe damit jetzt mal wieder raus. So, dann versuche ich das jetzt entweder direkt mit der Statue zu benutzen. Wie soll man ihr so denn eine Kerze in die Hand stellen? Ich weiß es nicht. Oder aber mit der Laterne. Das funktioniert. Ach, sehr schön. Mist, die Kerze ist zu lang. Na toll. Oder auch nicht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Sehr schön. Das ist doch nur symbolisch, Kyras Lebenskerze. Stimmt's? Na, das wollen wir doch hoffen. Die Länge der Kerze hat doch nichts mit Kyras Lebenszeit zu tun, oder? Ja, wir hoffen oder? Es. Wir hoffen es, mein Lieber. So, jetzt sollte es aber funktionieren, so oder? So geht's. Ah. Okay, wir haben den Splitter. Lebenslicht für Splitter. Ja. Guter Tausch für mich. So, und der Splitter symbolisiert... Rini? Ich hab den Splitter, Rini. Keine Ahnung, was so besonders an dem Ding sein soll. Ach so, ich hatte gehofft. Okay, habe ich jetzt ein bisschen anders verstanden. Ich dachte, dass wir den Splitter jetzt da drauflegen können. Aber nein, Statue von Kyra. Gut, gehen wir wieder rein. Ich kann jetzt auch der Shana erstmal sagen, hey, ich habe den Splitter gefunden. Es geht um Symbolik. Ich ja, ja, verstanden. Das hatten wir. Kyra ist nicht lebendig geworden, als ich ihr die Kerze gegeben habe. Ich sagte doch. Erst wenn beide ihre Lebenslichter in den Händen halten, ist der Bann gebrochen. Ja, okay, dann Kerzen und Splitter? Nur die wahren Königskerzen spiegeln sich in diesem Splitter. Ach, ist das so? Ist das so? Okay. Hier. Da ist sie. Da ist sie. Ich habe gerade schon gedacht, hä, wie unlogisch ist das, dass da nichts passiert? Ganz vorsichtig. Oh, sie hat so eine Runde. So, Rini, dann bekommst du jetzt deine Kerze. Statue von Rini. Na, komm schon raus. Ha! Naja, jedenfalls bist du die Heulsuse los. Den Rest kriegen wir auch noch hin. Okay, nehmen wir mal die Kerze wieder.
Jetzt spring los, kleiner Hüpfer. Cedric! Was soll das? Und was soll ich mit der Laterne? Nicht wegschmeißen! Du siehst ja aus wie eine Oma. Hä? Na, deine Haare, die sind weiß. Hey, wisst ihr was? Shana wartet da drin auf uns. Kommt mit. Alles klar, ich hab's geschafft. Hier sind wir. Tretet näher. Oh, du bist Shana? Große Shana, wir wollen die falsche Königin stürzen und haben hier den Splitter, um sie endlich zu finden. Ich weiß. Du bist ja noch viel toller, als ich dachte. Huch, wo ist er denn? Eben hatte ich ihn noch. Da ist er. Ich hab ihn. Wieso das? Her damit! Psst. Ja, das ist der Splitter vom Spiegel, den Cedric einst zerstört. Danke für den Hinweis. Immer schön Salz in die Wunde. Ist der Splitter wirklich so mächtig, den Weg zum Thronsaal zu weisen? Er führt durch das Licht, das das Meer mit Hoffnung erleuchtet. Ans Ende der Welt. Oh je, jetzt redet sie wie Janus. Ende der Welt? Ich wusste immer, dass Silence eine Sackgasse ist. Der Thronsaal ist irgendwo im Meer. Ich wusste es. Wir haben ein Schiff, also los. Der Splitter ist mehr als ein Wegweiser. Mit ihm wird der Spiegel wieder ganz, heilt das Land, die falsche Königin verschwindet, all ihre Sucher mit ihr. Ja, das ist genau, was wir wollen. Und die verlorenen Seelen kehren heim. Hört nun meine Prophezeiung. Cedric, ich hab Angst. Sag nichts, sag etwas. Ja, natürlich. Ja, ich auch. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Halt die Klappe, du Clown. Dann hört genau zu. Die Prophezeiung lautet, am Ende dieses Tages wird nur einer von euch den Thronsaal betreten. Oh. Was rechts ist, kehrt sich um. Und die falsche Königin wird sich im Splitter spiegeln. Nein, wird sie nicht. Das ist die Prophezeiung. Sie hat uns alles genommen, was wir liebten. Sie soll bekommen, was sie verdient. Her mit dem Splitter. Hey! Du hast es gehört, nur einer von uns wird den Thronsaal betreten. Und das bin ich. Was? Was zur Hölle? Beruhig dich. Kyra, das meinst du doch nicht so. Wirst du gleich sehen. Oh nein! Jetzt geh hinaus und erfülle die Weissagung. Ganz allein? Frage nach Spot, Frage nach Noah. Kann ich nicht Spot haben? Sein Schicksal kenne ich nicht. Wirklich? Ja, dieses Wesen entzieht sich meinem dritten Auge. Na gut, dann Cedric bitte. Erst sage mir, warum? Puh, da muss ich nachdenken. Nee, kann ich dir sagen. Da gibt es diesen Wolkenspruch. Wenn Noah eine Wolke ist, dann ist Cedric der Regen. Und wenn ich nicht mit der Wolke spielen kann, dann... Dann... Spielst du mit einer Pfütze? Genau, ist doch ganz einfach. Wenn es so ist, sollst du Cedric haben. Oh, danke. Hey, was? Aua! Oh, Cedric! Vorsicht, mach den alten Clown nicht kaputt. Genau, machen wir uns auf den Weg, solange Kyra nicht dazwischen funkt. Wie war das noch? Auf den Ozean schippern und immer den Splitter ins Licht halten, stimmt's? Und wenn wir fliegen, kannst du uns nicht Flügel zaubern? Bitte, Miss Shana. Das schaffen wir schon allein, Rini. Auf zum Hafen. Tschüss, Miss Shana. Ja, bis bald einmal wieder. Ach nein, besser nicht. Pass gut auf sie auf, du Narr. Es ist aber gar nicht nett, dass sie Spot eingesperrt haben. Das ist nicht schön. Hey, mach mal was. Acht was.
Nein, sie machen nichts. Was ist mit ihm? Versteckt er sich? Sieht so aus, ne? So, Flunderspot, du kannst doch bestimmt rauskrabbeln, oder? Das hat gut funktioniert. Pauke. Oh nein, die werden mich... Ja, die werden mich wieder fangen und einsperren. Ach, Manu. Ach, Manu. Okay, dann brechen wir erstmal aus. So, Kartonstapel. Grammophon. Lumi? Ach, Lumis sind das. Okay. Gab's die im ersten Teil? Wenn ja, dann habe ich bis dahin nicht gespielt. Noch nicht gespielt. So, Gummischleuder, Pauke. Okay, auf Spot, süß. Wenn du ganz, ganz vorsichtig zu der Pauke kriegst, dann sieht er dich. Okay, gut, dann müssen wir wahrscheinlich hinter ihm her. Also zwischen den beiden im Endeffekt durch, wie sie ihn langziehen. Das ist nicht nett. So, ausbrechen. Das ist schon mal klar soweit. Hier ist ja sonst auch nichts mehr, ne? Kartonstapel. Pass mal auf, wir können auch... Wow, der wirkt gerade riesig. Ich überlege, können wir als aufgeblähter Spot irgendwas machen? Das werden die aber auch sehen. Hier stand doch gerade noch was. Kanal. Ach, da müssen wir bestimmt raus, ne? Gummischleuder. Gut, da kommt er nicht hin. Er wirkt jetzt echt gerade riesig. Kartonstapel. Du kannst es ja mal versuchen. Spot, geht das? Zauberkiste? Ganz vorsichtig. Was? Was ist das denn? Was ist da drin? Wenn wir so durchkrabbeln? Okay, nein. Ach, das ist er. Das ist er, oder? Moment, dafür sind wir zu dick? Das ist er, der brüllt da rein. Ich finde ihn witzig. So, mal eben kurz beobachten. Macht er denn irgendwas? Schaut er vielleicht weg oder so? Jetzt schaut er nach unten. Schaffen... Oh nein, stopp, 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 lieber Spot. Zauberkiste. Ja, können wir da nicht hoch? Also als Flunderspot ging es jetzt auch nicht, ne? Sieht der auch alles? Ja, okay, sieht der auch alles. So, also entweder müssen wir hier irgendwie vorbei. Das macht er nicht. Und das macht er auch wahrscheinlich so nicht, ne? Nein. So, und der nickt jetzt gerade so ein bisschen weg. Wir warten jetzt mal. Wie er guckt. Wir warten jetzt mal, bis er wieder so komisch nach unten schaut. So ein bisschen wegnickt. Oh, und ist das jetzt schon? Ist das jetzt schon? Er gähnt schon so ein bisschen. Er fällt um. Irgendwie ist er total irre. Macht er immer was anderes? So, jetzt aber, Spot. Schaffst du das? Oh nein, oh nein. Vielleicht, weil er jetzt so groß ist, hätten wir das besser als Flunderspot machen sollen oder als normaler Spot. Oh, das war gut. Das war schon mal gut. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Moment, wir brechen erstmal aus, natürlich. Ach Quatsch, als Flunderspot. Perücke. Oh nein. Oh nein. Nein. Nein, bitte nicht. Was ist da los? Das gibt's doch nicht. Ach, schön. So, was genau? Du kannst sie schieben. Moment, ich weiß ja noch nicht, wohin. Gummischleuder, pass mal auf, schauen wir uns die erstmal an. Oh, ist das witzig. So, die ziehen wir mal, da ist aber... Ah, okay. Mist. Das war nicht gut. Okay, also definitiv nicht in die Gummischleuder. Zumindest jetzt noch nicht. Dann verliert er die Perücke. Alles klar. So, Spot, ausbrechen. Wir könnten mal versuchen... Moment, normaler Spot. Wir könnten mal versuchen, jetzt auf den Kartonstapel zu klettern. Weil das mit der Pauke habe ich jetzt gerade im ersten Moment nicht so kapiert. So, Kartonstapel, Grammophon. Machst du irgendwas? Nein. Da kommst du so gar nicht hoch. Zauberkiste? Können wir den damit verscheuchen oder so? Nein. Okay. Loch in der Wand. Ja gut, uns bleibt jetzt gerade keine andere Möglichkeit, als erstmal ein bisschen rumzuprobieren.
Da ist ein Hebel, sehe ich gerade. Da kommst du nicht durch. Pumpenhebel. Wo ist denn die Pumpe? Da kommst du nicht dran. Gummischleuder. Kanal? Da kannst du nicht raus. Okay. Wenn wir... Ach nee, wir sind jetzt... Wir können jetzt unsere Form überhaupt nicht verändern. Wir müssen jetzt erstmal der Perückenspot bleiben. Okay, okay. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es jetzt nochmal mit der Pauke. Was genau kann man damit machen? Was genau bringt mir das? Ich kann sie nach links schieben. Also jetzt ist sie zumindest wieder gerade. So, jetzt ist sie ein bisschen weiter links. Ach, ich sollte vielleicht darauf achten, wenn ich hier... Lumi? Ah. Ah, der Lumi haut ab. Pass mal auf, wir gehen nochmal in die Schleuder. Ja, ja, geh nochmal rein. Und hepp, ja. Kommst du? Komm rein. Hä? Warum geht denn das jetzt nicht mehr? Ich zieh doch. Hä? Was ist jetzt los? Liegt das an dem Lumi da oben? Warum funktioniert das jetzt nicht? Nein. Ah, ich muss auch lang genug gedrückt halten. So, er ist jetzt da oben auf dem... Ah, Moment. Errungenschaft, Clownsartist. Das hat mir überhaupt nichts gebracht. Das hat mir überhaupt nichts gebracht. Passt auf. Wir drehen die Pauke nach rechts. So, so ist sie wieder mittig. Wir drehen sie weiter nach rechts, machen dann das ganze Spielchen hier nochmal. Und mit ein bisschen Glück treffen wir den Lumi da oben. Oder? Er ist doch vorhin auch da runtergefallen. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Also, der Kartonstapel. Ich gehe davon aus, dass der noch irgendwie runterfallen muss, also kaputt gehen muss. Aber wie machen wir das? So, ausbrechen? Und Perücke aufsetzen, das ist definitiv schon mal klar. So, Kartonstapel. Ihn haben wir jetzt da und den bekommen wir wahrscheinlich... Ah, bekommen wir den noch? Den bekommen wir noch weiter zur Seite. Den bekommen wir auch ganz weg. Moment, ist er gerade... Ist der gerade gegen ihn geprallt? Nee, ne? Der ist ja hier drauf geklettert, der Spot, und dann hier runtergefallen. Ohne, dass sich überhaupt irgendwas getan hat. Und die Pauke mittig ergibt insoweit keinen Sinn, dass er vermutlich nur nach oben fliegen würde. Kartonstapel. Und die Form kann ich, wie gesagt, nicht verändern. Ich kann mit den anderen Lumis nichts machen. Den Hebel nicht betätigen. Kartonstapel. Nee, nee, wisst ihr was? Dann probiere ich das nochmal aus. Gummischleuder. Dann probieren wir das jetzt nochmal, jetzt wo der Lumi ganz weg ist, vielleicht. So, er hält sich da fest. Zack, zack, zack. Nee, das funktioniert nicht. Aber irgendetwas klimpert, wenn er da oben ist. Irgendwas klimpert dann, aber mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass hier irgendwo was passiert ist. Ausbrechen. Ach Quatsch, Flunderspot, ausbrechen. So, wenn du jetzt mal der dicke Spot bist... Dann geht das gar nicht. Okay, nee, das ergibt ja auch keinen Sinn. So, irgendwas ist mit dem Kartonstapel. Der muss 100 pro runterfallen, das Grammophon fällt runter und irgendwas passiert. Kann ich die Pauke denn? Nee, ich kann die ja nur... So. Ja, ich muss es ja jetzt schon fast ausprobieren. Das ist das Einzige, was ich mit der Pauke jetzt noch nicht gemacht habe. Und zwar die einfach mal gerade stehen lassen und gucken, wo er dann hinfliegt. Zack, zack. Nee, gleiches Spiel. Wobei ich wieder das Klimpern gerade gehört habe. Jetzt werfen sie mich da wieder rein. Okay. Okay, okay. Na, ich komme ja anders an denen nicht vorbei. Ich brauche erstmal die Perücke. So. Mein Lieber, dann lauf doch nochmal hier hinten hin. Kanal.
Da kommt er nicht raus. Pauke, Loch in der Wand. Was passiert hier nochmal, Pumpenhebel? Warum macht er das nicht? Ja, er kommt nicht dran. Er kommt nicht dran, aber wir können ja auch hier... Pauke, wir können ja auch hier nicht dicker werden. Grammophon. Die Tipps sind ja aus, ne? Dann drücke ich nämlich mal eben kurz die Hotspot-Anzeige. Aber ich habe nichts übersehen, das ist gut. Wir müssen doch 100 pro noch was mit denen hier machen. Mit ihm? Mit der Zauberkiste? Ich meine, die ist doch nicht umsonst da. Gummischleuder. Er ist da oben drauf, fällt auf die Pauke und landet entweder hier, oben drauf, oder er landet hier und die sehen ihn. Und Kanal macht er nicht. Und dafür ist er zu dick anscheinend. Okay. Ja, da kommt er nicht rein. Gummischleuder, Kartonstapel. Und der andere ist jetzt komplett weg. Grammophon. Was macht er da eigentlich? Also er pustet da die ganze Zeit den Ballon auf, oder hat es zumindest gemacht, und der steht nur rum und tanzt ein bisschen und er guckt in die Kiste. Hm, Grammophon. Nee, das macht er nicht. Leute, ich mach's jetzt nochmal, weil ich jetzt nochmal drauf achten werde, was genau hier so klimpert. Ob da irgendwie, nee, Pauke nach rechts, genau. Ob hier irgendwie was zu sehen ist. Oder ob das einfach nur, keine Ahnung, das ganze Gerüst hier sein soll. So, ich bin jetzt mal ruhig. Da. Ah, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, Leute. Da unten taucht doch wieder dieses Ballonsdingen auf. Ja, das machen wir jetzt noch, auf jeden Fall. Mal eben kurz auf die Uhr schauen. Ja, dann machen wir halt ein paar Minuten länger. Macht ja auch nichts. Ich hab's zweimal nicht gesehen. Was zur Hölle? Ja gut, vielleicht auch. Brech mal bitte aus. Vielleicht auch, weil ich logischerweise da oben drauf geachtet habe, um zu gucken, ja, was tut sich denn da überhaupt, während er da drauf ist. Und natürlich guckt man dann nicht unbedingt nach unten. Aber ich weiß es jetzt. So, Spot, nochmal an die Gummischleuder. Dann breite ich mal meine Maus vor. Ich hoffe, dass wir das jetzt hinbekommen. So, ziehen, ziehen, ziehen. So, und los geht's. Balancieren. Sehr schön. Ich kann jetzt nicht nach oben gucken, was er macht. Das geht leider nicht. Das hat funktioniert. Das ist gut. Das ist gut. Du bist jetzt mit dem Ballon da unten. Verhedderter Ballon. Oh oh. Ah. Ah. Er fliegt. Er fliegt. Cool. Schau mal, Reenie. Da unten ist der Hafen und das Meer. Und dann bist du auch schon bald zu Hause. Ja. Oh. Oh. Verdammt. Reenie, bist du das? Uiuiui, mir dreht sich alles. Sadwick? Hör, er ist noch oben. Alles okay, mir geht's gut, nichts passiert. Nanu? Toll! Das ist doch kein Keks. Mit Zuckerguss und bunten Streuseln, wie Miss Clark immer gebacken hat. Oh. Hey, was machst du denn da? Hey, bleib hier, das gehört dir nicht. Oh je, je. Spot! Oh, wie traurig er guckt. Ich finde das gerade mega schön. Du bist wieder da!
traue mich nicht runterzuspringen, Spotty. Oh Mann, ist das schön. So, wir könnten jetzt zu Sedgwick wechseln. Ist das schön hier. Mit der Musik im Hintergrund und oh, ich bin nach wie vor begeistert. Spot ist so niedlich und Rini ist so niedlich und ach, schön. Ich würde aber sagen, das war es jetzt für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und wir können das Ganze hier noch zusammen genießen. Bis dahin, tschüss!